Ich glaube, das Einzige, was schlimmer ist, als mit bloßen Füßen auf einen Legostein zu treten, ist, an Valentinstag Single zu sein. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Disclaimer, es wird ein Anti-Haul und zwar ein wirklich mit Neid, Hass und Zorn erfüllter Anti-Haul. Ich meine, sind sie das nicht alle irgendwie? Diesmal wird es auf jeden Fall original schlimmer als sonst. Denn was bin ich? Ich bin ein neidischer, einsamer, vor Eifersucht zerfressener, lonely single person und der Valentinstag kommt auf uns zu. Gar kein Bock drauf. Damit das Intro nicht länger wird als das Video, würde ich mal sagen, let's go direkt mit dem Video los. Was war das denn für ein Intro? Egal, let's go mit dem Video. Als kleiner Disclaimer für Gabi und Gundula da draußen, liebe Grüße gehen übrigens raus an dieser Stelle an euch. Ein Anti-Haul ist sozusagen das Gegenteil von einem Haul. Also, wir sprechen nicht darüber, was für Sachen ich gekauft habe und ich zeige sie euch nicht, sondern ich zeige euch Sachen, die neu auf den Markt kommen, was Make-up und Kosmetik und manchmal auch andere Produkte angeht. Und ich sage euch, warum ich diese Sachen nicht kaufen möchte. Ab und zu, damit es nicht zu negativ wird, tue ich auch ein paar Sachen mit rein, die ich dann vielleicht doch ganz interessant finde. Es geht darum, so ein bisschen auf den Konsum aufmerksam zu machen, weil der Make-up-Markt einfach krass überlaufen ist. Und Valentinstag ist ja auch gerne so ein Anlass, wieder eine neue Collection zu droppen. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Dann geht es auch noch ein bisschen darum, sich selber auch klar zu machen, dass dieses typische Gefühl, was man bekommt, dadurch, dass so viel gedroppt wird an Make-up, nämlich die sogenannte FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, eigentlich total bescheuert ist und dass es gar nicht schlimm ist, nicht alles zu haben, nicht alles besitzen zu können und auch nicht alles kaufen zu können. Und außerdem liebe ich einfach zu pöbeln und deswegen ist das hier auch eine Dauerpöbelsendung. Exactly. Oder Dauerpöbelsendung? Ich glaube, es steht hier, oder? Dauerpöbelsendung. Irgendwo hier steht es auf jeden Fall. Ich werde mich jetzt gleich ein Stück zur Seite rücken, um euch hier die Bilder einzublenden von den Produkten, über die ich sprechen werde. Dieses Mal ist es, wie gesagt, eine Valentinstags-Edition, denn der Valentinstag ist so eine Sache, die ich extrem bescheuert finde, ehrlich gesagt. Nicht nur, weil ich Single bin und deswegen neidisch auf alle, die glücklich mit Partner und Partnerin zu Hause sitzen und Blumen geschenkt bekommen. Nein, auch weil ich finde, dass das ähnlich wie viele andere Sachen, die mittlerweile krass kommerzialisiert worden sind, so ein Tag ist, an dem dann extra hart auf Liebe gemacht werden muss, damit man die 3 Monate davor und die 3 Monate danach so tun kann, als hätte man seinen Soll in der Beziehung erfüllt. And that's just not the energy I'm going for. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an. Als allererstes fangen wir an mit einem neuen Natasha Denona Produkt, denn die sind irgendwie auch gerade richtig krass am raushauen. Ich habe das Gefühl, seit 1,5 Jahren haben alle irgendwie noch mal so in den 4. Gang hochgeschaltet, was so Launches angeht. Kommt mir das nur so vor? Geht es euch auch so? Ich weiß es nicht. Sie sind auf jeden Fall mit einer neuen Palette rausgekommen und zwar der Mini Crush Palette. Das ist wieder eine 5er Palette und hat so einen lila roséfarbenen Touch. Passt natürlich auch zu diesem ganzen Valentinstags, Tu, Wabu, was da so in der Welt gerade rumschwirrt. Und sie hat tatsächlich diesmal auch einen Blending Brush mit reingetan. Der passt allerdings gar nicht in die Palette selber, was ich auf der einen Seite gut finde, weil dadurch bleibt die Palette, die ja extra Mini-Size ist, auch travel-friendly. Auf der anderen Seite, naja, wenn man dann schon diese Palette mitnimmt und zum Beispiel mit dem Blending-Pinsel die matten Töne benutzt und dann mit dem Finger einfach die Shadows auftut, die vielleicht in diese Metallic- und Foil-Richtung gehen, dann hätte man eigentlich schon ein passendes Travel-Kit beisammen, aber dadurch, dass es nicht reinpasst, müsste man es noch extra verstauen und so weiter. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die gibt es auf Sephora auf jeden Fall auch schon. Ich versuche euch alle Produkte, die wir in Deutschland mittlerweile schon bekommen können, ob nun auf Douglas oder eben bei Sephora, unten zu verlinken. Und die kostet 28,95 Euro. Diese Mini-Paletten sind ja sonst für 25 Euro zu haben, also dieser 3 Euro bzw. 4 Euro Preisunterschied kommt dann sicherlich daher, dass sie eben noch den Lidschattenpinsel mit dazu getan haben. Für mich persönlich ist das auf jeden Fall immer noch und immer wieder ein Hard Pass for me on that. Es ist natürlich schön, dass sie diese Mini-Versionen von ihren sehr großen und damit auch sehr teuren Lidschattenpaletten rausbringen. Für diejenigen unter euch oder unter uns, die sich bestimmte Shadows vielleicht mal angucken wollen, also einfach mal Swatches machen wollen, die ausprobieren wollen, aber nicht wissen, ob sie direkt 60, 70, 120 Euro in eine Palette investieren möchten. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich das Gefühl habe, die sehen sich auch immer mehr ähnlich. Also diese Mini Crush Palette hat für mich irgendwie, sieht ähnlich aus wie die Retro Palette. Sieht ähnlich aus wie die Mini-Love-Palette. Ich glaube, das war die vom letzten Jahr, vom Valentine's Day. Also es sind dann so Limited-Edition-Items, die irgendwie doch nicht wirklich Limited-Edition sind und die im Endeffekt ja auch sehr ähnlich zu anderen Limited-Edition-Items aussehen. Für mich auf jeden Fall ein Hard Pass von Me on Dead. Wie gesagt, ich habe hier nur 3 Natasha Denona Lidschattenpaletten rumliegen, die ich immer noch nicht angepackt habe. I know. Shocking. Shame on me. Ich weiß, Leute. Okay, es tut mir alles leid, okay? Die anderen Mädels, also Maren, Janine und natürlich
natürlich auch Lisa, schwärmen ja total von Natasha Denona Paletten und der Qualität. Und ich sitze hier und bin so, I'm good, like I'm Gucci, like I don't need that. Wie auch immer. Die ist auf jeden Fall rausgekommen, das wollte ich euch nicht vorenthalten, aber ist für mich auf jeden Fall hard pass for me on that. Als nächstes kommen wir zu einem Produkt, das aktuell noch nicht bei Purish online gekommen ist, aber das auf jeden Fall noch online kommen wird, und das ist von Danessa Myricks die Chrome Flex. Ich habe ja schon gesagt, dass ich definitiv ein Full Face of Make-up auf Danessa Myricks Beauty quasi machen werde. Je nachdem, wann dann alles zusammen ist, werde ich auch alle Produkte zusammen ausprobieren. Macht nur keinen Sinn, wenn Purish weiß, dass sie eben jetzt noch die Chrome Flex reinbekommen, mir alles andere vorher schon zu schicken und das dann noch separat zu machen. Also habt bitte noch ein bisschen Geduld, was das angeht. Sie sind auf jeden Fall schon bestellt. Vielleicht sind sie auch schon zum Upload dieses Videos da. Das weiß ich nicht. Wenn, dann lasse ich euch auf jeden Fall einen Link unten. Ich lasse euch auf jeden Fall auch den Link unten zu Purish für die ganzen Danessa Myricks Produkte. Da sind ja einige dabei, die ich sehr, sehr spannend finde. Ob das nur die Twin Flames sind oder die Dewy Lip and Cheek Paletten. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, die auszuprobieren. Aber die Chrome Flakes sind ja auch was sehr, sehr Besonderes. Die sind eben auch ein Multi-Use-Produkt, weil Danessa Myricks ist ja Make-up-Artistin und sie möchte gerne Make-up-Produkte entwickeln, die auch für Make-up-Enthusiastinnen, also Leute, die jetzt nicht professionell mit Make-up arbeiten, aber Make-up sehr gerne mögen, so wie ich jetzt zum Beispiel auch und ihr auch, die Möglichkeit haben, mit einem Produkt mehrere Areas abzudecken. Ich hatte jetzt in der Purish Mystery Box auch so einen Cream Glaze von ihr drin, so ein Foiled in der Farbe Ballerina, der wunderschön aussieht. Ich freue mich sehr darauf, damit noch einen Look zu schminken. Also ich habe am selben Tag dieses Video und das Mystery Box Unboxing gedreht, deswegen auch der gleiche Look und so weiter und so fort. Und die Chrome Flakes bringen das Ganze ja nochmal auf ein nächstes Level, und sie hat jetzt auch noch 3 neue Farben dazu gelauncht. Ich habe gerade schon kurz mit Purish telefoniert und gefragt, ob sie bestimmte Produkte dazu bekommen. Die neuen Chrome Flakes, diese 3 Farben, die ich euch hier nebenbei einblende, die wird es leider erstmal nicht geben, weil sie erstmal den Standard quasi einmal nehmen wollen von den ganzen Chrome Flakes. Gucken wollen, wie es bei euch ankommt. Ist auch immer so eine Frage von Investitionen, also kann man sich das wirtschaftlich leisten, weil natürlich sagt jede Marke auch, dass sie eine bestimmte Abnahmemenge haben möchte von den Retailern, mit denen sie arbeiten. Das heißt, du kannst ja nicht anrufen und sagen, moin, ich hätte gerne jeweils 5 von den Chrome Flakes und gucken, wie die sich verkaufen, sondern man muss immer eine bestimmte Mindestmenge bestellen. Das bedeutet natürlich auch, dass das Geld erstmal vorgestreckt werden muss, bevor es verkauft wird und dadurch der Umsatz halt auch generiert wird. Und da muss man dann immer so ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, kleiner Reminder, Purish ist nicht Douglas oder Sephora und dementsprechend ist da einfach auch noch ein ganz anderes Level von Budget da. Ich hatte also gerade nochmal bei Purish angerufen und gefragt, wann die Chrome Flakes denn ungefähr kommen. Das Problem war nämlich, dass Danessa Myricks ein EU-Zertifikat gefehlt hat zum Verkauf dieser Produkte. Denn die Zulassung in den USA versus in Europa bzw. Deutschland für Make-up-Produkte ist teilweise unterschiedlich, weil es ja auch von unterschiedlichen Institutionen geprüft wird. Also in den USA ist es die FDA und so weiter. Und da muss man dann natürlich gucken, dass bestimmte Zertifikate ausgegeben werden. Und wir wissen alle, die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. So ein Zertifikat in der EU zu bekommen, gerade zu Corona-Zeiten, ist nicht so einfach. Also sollen spätestens Ende März, hoffentlich spätestens Anfang April, die Chrome Flakes auch endlich da sein. Vielleicht nehmen sie dann auch die neuen relativ schnell auf. Ich sage euch natürlich auf meinem Instagram auch sofort Bescheid, sobald das Sortiments-Update da ist. Folgt mir auch super gerne auf Instagram, da kriegt ihr dann auch mehr alltägliches Kati-Chaos mit, als nur das, was ich hier so auf YouTube zeige. Die Chrome Flakes, die jetzt neu rauskommen, sind 3 Farben, die auch passend zum Valentinstag sind, eben diesen Duo-Chrome-Shift haben. Ich habe zuerst versucht, Fotos von dem Video zu machen und habe dann festgestellt, das zeigt überhaupt nicht passend, wie schön die eigentlich sind. Deswegen habe ich euch das Video auch noch einmal abgefilmt von Danessa Myricks Website. Und diese Farben, Leute, ihr könnt mir zählen, was ihr wollt. Aber selbst wenn man eher so einen Neutral Glam Look mag, wie ich das heute zum Beispiel drauf habe, diese Farben lassen mein Herz hüpfen und mich anfangen zu sabbern. Also wunderschön. Was ich an den Chrome Flakes auch toll finde, ist, man kann natürlich mit Pinsel damit arbeiten, als auch mit den Fingern, von dem, was ich dort sehen kann. Und sie haben so, sie sind halt flaky. Das ist halt nicht so normales Mousse, sodass man kleinere und größere Partikel drin hat. Das mag ich bei Glitter zum Beispiel auch super gerne, weil ich finde, dadurch wirkt es noch mal mehr mehrdimensionaler als normal, und die hier haben durch den Duo Chrome Shift natürlich auch noch mal was super Schönes. Es sind 3 Farben, wie gesagt, einmal die Farbe Kiss Me, dann die Farbe Sweet Tooth und einmal Cupid, und die sind in dem Video, was ich euch abgefilmt habe, als Topper benutzt worden, denn man kann sie sowohl eigenständig auf dem Lid benutzen, als auch wenn man super crazy Highlighter machen möchte, kann man ihn natürlich auch hier benutzen. Man kann es auf den Lippen benutzen, also diesen Eye Safe und Lip Safe, und man kann sie natürlich auch, wenn man richtig all out gehen möchte,
möchte, noch über diesen Cream Colors benutzen, die sie hat. Sie hat da ja eine matte Version von, Nudes Version von, sie hat davon diese Metallic Foils Version von und so weiter. Und diese Chrome Flakes kann man on top auf all diesen anderen Produkten noch zusätzlich benutzen. Finde ich super cool. Also ich finde, es macht einfach total Sinn, so Multi-Use-Produkte rauszubringen, damit man, wenn man halt auch einen eher einheitlichen Look haben möchte, zum Beispiel den gleichen Ton benutzt für die Augen als auch für die Lippen. Wenn man halt super crazy werden möchte, ist natürlich Duochrome auf den Lippen auch ein richtiger Hingucker, auch auf den Augen natürlich. Und die Farben sprechen mich auf jeden Fall sehr an. Ich freue mich drauf, dass sie hoffentlich bald bei Purish erhältlich sind. Wie gesagt, es dauert noch ein kleines bisschen. Habt ein bisschen Geduld, das geht alles leider nicht so schnell, wie man gerne möchte. Und das hat mit Purish selber leider nichts zu tun, sondern mit der Bürokratie in Deutschland. Und ja, wir alle wissen, wie unglaublich langsam diese Mühlen malen. Als nächstes ist Kylie Cosmetics auch mit einer Valentine's Day Collection rausgekommen. Die nehmen ja auch alles Mögliche mit. Letztes Jahr zum Beispiel die Halloween Collection auch und die Christmas Grinch Collection und so weiter. Die waren ja auch wieder super schnell ausverkauft. Also ich finde es immer noch krass, dass es von Kylie Cosmetics immer noch funktioniert und so krass profitiert von ihren Limited Editions. Aber okay, you do you. Ich habe die Produkte noch nie ausprobiert. Ich habe mal ein paar geswatcht, denn es gibt sie ja tatsächlich mittlerweile schon bei Douglas. Ich glaube, jetzt seit letztem Sommer oder so kamen die doch irgendwann raus. Da habe ich gerade auch mal geschaut, ob die Valentine's Day Collection dort auch verfügbar ist oder ob ich dazu irgendwelche Informationen finden kann, ob es die im deutschsprachigen Raum auch einfach zu bestellen gibt. Natürlich kann man auch immer über KylieCosmetics.com auch die Sachen bestellen. Aber dann muss man natürlich neben den relativ hohen Shippingkosten, die sind immer zwischen $15 und $35. Das kommt immer drauf an, ob man noch Express haben will und so weiter. Als auch natürlich noch die Einfuhrkosten, also den Zoll muss man ja noch zusätzlich bezahlen. Also nochmal 20% drauf. Wäre es natürlich cool, wenn es das bei Douglas auch irgendwann gäbe. Allerdings ist es ganz oft so, dass Produkte, die in Limited Editions gemacht werden, eben speziell auch in geringer Auflage sind, damit natürlich auch die Nachfrage höher ist, weil alle wissen, okay, das ist eine Limited Edition, da werden sich nachher die Leute drum prügeln, das zu haben. Und damit eben mehr Umsatz gemacht wird, ist, finde ich, auch irgendwie ein ganz unschönes Geschäft mit der Fear of Missing Out im Endeffekt. Naja, auf jeden Fall ist Kylie Cosmetics mit einer Lidschattenpalette rausgekommen, dann einem Dreier-Set von Mini Liquid Lipsticks. Die haben so einen herzförmigen, wie heißt das? Also so eine herzförmige Verpackung. Von vorne sehen sie aus, als wären sie, oder von der Seite sehen sie aus, als wären sie ganz normal rund, aber sie sind halt herzförmig. Ja, keine Ahnung, ob das unbedingt sein muss. Ist ein süßes Gimmick, aber wie man das Produkt dann daraus bekommt, also wenn ich dann mir überlege, wie ich manchmal verzweifelt bei meinen liebsten Liquid Lipsticks einmal drumherum gekratzt habe mit dem Applikator, damit ich auch noch alles mit rausbekomme, was da noch an Rest drin ist. Das könnte da, glaube ich, ein bisschen schwierig sein, aber okay, wahrscheinlich sind das auch so Produkte, die man halt eher nicht so häufig trägt. Also es sind schöne Farben, muss man dazu sagen. So auch in diese Pinky Nude Richtung. Sieht ganz hübsch aus. Ist jetzt für mich nicht unbedingt was, was ich haben muss. Und von den Swatches, die ich gemacht habe, als ich das bei Douglas mal ausprobiert habe, fand ich auch, dass die Konsistenz der Liquid Lipsticks mir ein bisschen zu trocken ist. Ich liebe ja die von Luna Beauty. Ich mag die von Lethal Cosmetics super gerne. Und gerade bei Lippenprodukten bin ich halt super, super picky, weil ich einfach finde, dass das super schnell halt aussieht wie so Crack Butthole. Let's be honest. Butthole Lips hat man dann einfach, wenn es zu trocken ist und dabei pflege ich meine Lippen eigentlich schon sehr. Deswegen bin ich bei den Lippies sowieso schon raus. Was ich ganz süß finde, ist, dass dieses Heart-Shape-Boxing sozusagen auch mit den Blush-Sticks, mit denen sie rausgekommen ist, zusammen rausgekommen ist. Also es passt alles in sich, finde ich, sehr kohärent zusammen. Das Packaging ist auch ganz süß mit ihren Lippen wieder drauf. Auch sie sieht mal wieder Bombe aus. Sie hat jetzt gerade ihr zweites Kind mit Travis Scott bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu, auch wenn du dieses Video niemals sehen wirst, Kylie. Because I'm what? I'm irrelevant. Right. And I know it. Die Farben von den Blush-Sticks finde ich ganz schön, muss ich sagen. Die kosten jeweils $17, sind Hey Sugar, Cupid's Crush und Make Him Blush. Finde ich auf jeden Fall ganz süß, ist aber jetzt nichts dabei, wo ich sage, okay, muss ich unbedingt haben. Und ich frage mich bei der Stick-Formula auch immer so ein bisschen, ist das dann eher so wie die Make-up-Blush-Sticks, die ja sehr cremig sind, oder ist das eher trockener, oder ja, wie wäre dann die Textur? Kann man jetzt aus den Swatches, finde ich, auch nicht so genau heraussehen. Dann ist noch eine Lidschattenpalette dabei, die eben auch so herzförmig ist, also da haben sie wirklich alles so bedacht und alles wirklich sehr, sehr kohärent gemacht. Finde ich persönlich dann wiederum gut, weil das passt eben zueinander und man erkennt halt, okay, es gehört zum Valentinstag. Da sind Farben drin, die mich halt überhaupt und komplett null interessieren. Und ich muss auch sagen, auch wenn das süß ist mit der herzchenförmigen Fännchen, finde ich ein bisschen unpraktisch, weil auch da muss man dann gucken, dass man mit dem Pinsel oben an den Seiten sozusagen noch so reingeht, um gleichmäßig das Produkt auf den Pinsel zu bekommen, als auch natürlich das Produkt aufzubrauchen. Wir alle kennen das, hit the pan und man kratzt nur noch so außenrum, um noch den Restprodukt benutzen zu können. Finde ich bei dieser Form halt ein bisschen schwierig. Dann sind noch ein
paar Lashes rausgekommen, die ich ehrlich gesagt überhaupt nicht schön finde und auch nicht special. Ich meine, gut, alles so um Valentinstags-Looks herum soll ja so ein bisschen eher so natural und cute und so ein bisschen pinky Vibes, aber halt auch eher so No-Make-up-Make-up, so irgendwie I'm going on a first date und eigentlich I woke up like this, aber eigentlich habe ich 1,5 Stunden dafür gebraucht, so auszusehen. Dafür passen die Wimpern. Ich persönlich finde sie aber nicht ansprechend. Auch in so einer Heart-Shape-Box, das ist halt ganz süß, wie gesagt. Dann sind noch 2 Lip-Kits rausgekommen, jeweils mit einem matten Liquid Lipstick und einem Lip Liner drin, die jeweils $29 kosten sollen. Dann ist ein Highlighter rausgekommen, der heißt Dream About Me für 24 Dollar, sorry, hab mich verlesen. Oh, und das, was ich vorhin als Liquid Lipsticks bezeichnet habe, sind Lipglosse übrigens, my bad. Bei dem Highlighter finde ich, dass der sehr dunkel aussieht. Also, das ist bestimmt ein Highlighter, der auf BIPOC und Black People sehr, sehr schön aussehen könnte. Also, es ist so ein dunkles Gold, hat so fast was in so ein Altrosé-Farben ist, von dem, was ich jetzt von den Swatches sehen kann. Auch das Imprint auf dem Produkt ist super, super schön. Also, diese 3 Layer von dem Herzen, finde ich, haben sie schön gemacht und ist ein süßes, kleines Compact. Aber, wie gesagt, Kylie Cosmetics für mich überhaupt nicht interessant. Und ich habe, wie gesagt, auch keine Infos dazu gefunden, ob die jetzt in Deutschland auch rauskommen soll. Das ist leider meistens so, dass Marken, die so Limited Editions rausbringen, ähnlich auch wie Melt Cosmetics und so weiter, das nicht an ihre Retailer weitergeben, damit man gezwungen ist, auf deren Homepage, also deren eigener Website, weiterhin zu bestellen. Damit machen sie halt auch, generieren sie halt auch noch mehr Umsatz und so weiter und so fort. Wenn man die Full Collection Bundle kaufen möchte, bezahlt man $232. Das ist schon ganz schön viel, aber man hat auch sehr viele Produkte, muss man dazu sagen. Die Valentine's Day PR Box, also wo dann noch diese riesige herzförmige Box dazu kommt, kostet einfach mal $375. Da bin ich sowas von raus. Also ich frage mich immer, wer sowas dann kauft. Also gibt es Leute, die sich das wünschen? Wahrscheinlich schon, ne? Es gibt ja alles. Naja. Deswegen Kylie Cosmetics für mich so oder so nicht interessant. Also ich finde die Formulierung nicht so cool. Ich bin kein Fan der Kardashians und auch nicht der Jenners und auch nicht der Wests und den, wie sie alle heißen. Von daher, pass on me on that. Ich schwöre, ich komme heute auch irgendwann noch zu Produkten, die ich gut finde. Aber Jaclyn Hill! Jaclyn Hill. Natürlich. Was wäre ein Video ohne einen Jaclyn Hill Rose? Also, Jaclyn Hill hat ja schon die Pout Spoken Lippenprodukte rausgebracht. Da hat sie immer passend einen Liquid Lipstick und einen Lip Liner sozusagen zu jeder Farbe rausgebracht. Und jetzt ist sie mit der The Bright and Bold Collection rausgekommen. Ich muss sagen, sehr, sehr cooles Outfit, was sie anhat. Also ich finde auch immer die Shootings, die sie macht, sie sieht immer fantastisch aus. Finde, das sieht auch sehr futuresque aus. Also ich finde, es erinnert mich so ein bisschen Nicki Minaj, so 2013 vielleicht. Starships are meant to fly und so weiter. Es sind insgesamt 7 neue Liquid Lipsticks rausgekommen und halt dazu passen die Matching Lip Liners. Also das heißt, die kann man allerdings nur einzeln jeweils kaufen. Es gibt die halt nicht als Bundles. Das finde ich ein bisschen krass. Also anstatt halt zu sagen, okay, das eine kostet $20, das andere kostet $18, anstatt dann 38, kann man auch die eine Farbe, die zu dem Lippenstift sozusagen dazugehört, als Set kaufen für meinetwegen $35 und spart da noch ein bisschen was. Das scheint es nicht zu geben von dem, was ich bis jetzt sehen kann. Und dann haben sie noch einen Lip Pencil Sharpener, also einen Anspitzer rausgebracht. Der kostet einfach mal $9 aufentspannt. Und ein Lipstick Remover, also extra ein Produkt, das dafür da ist, um die Liquid Lipsticks von den Lippen zu schrubben. Das ist nicht die erste, dass ich sehe, dass sowas hat, sondern es gibt es auch von Beauty Bakery. Und zwar haben ja diese Lip Whip Creams, also wie auch immer sie heißen, die haben auch einen extra Remover. Dafür braucht man richtig krasses Öl, weil fühlt sich an, als würden die Pigmente quasi in deinen Körper einziehen und dann wohnen die da einfach. Und zwar permanent bis zum Ende deines Lebens. Und da gibt es auch so einen extra Remover für. Also ich weiß nicht, wie krass die Liquid Lipsticks von Jaclyn Hill Cosmetics sind, wie krass die halten. Falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber Jaclyn Hill als auch Jaclyn Hill Cosmetics sind für mich absolut verbrannte Erde. Von daher, hardest pass for me on that. Dann hatte ich ja gesagt, wir sprechen auch noch über Doors of Colors. Und da muss ich einfach zu einmal was sagen. Ich hatte dazu ja ein Full Face of Doors of Colors gemacht und es gab wirklich, ich glaube, 2 Produkte, die ich einigermaßen gut fand und die fand ich dann aber sehr gut, wie zum Beispiel die Cutting Edge Palette, also die Lidschattenpalette hat mir sehr gefallen, die mochte ich gerne und das zweite war, ich glaube die Lip Liner fand ich auch sehr gut. Der Rest war eher so, ging für mich auf jeden Fall nicht, ich lasse euch die Review auf jeden Fall unten verlinkt und es gab sie eine Zeit lang bei Purish, die haben allerdings Doors of Colors aus dem Sortiment genommen, weil die Nachfrage einfach nicht so hoch war und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass die wirklich interessanten Produkte, sie haben jetzt ja zum Beispiel letztes Jahr auch eine Collaboration mit Nima Tang gemacht und
die Lippenstifte sahen so schön aus. Aber da hat Dose of Colors sich eben auch in den Weg gestellt und gesagt, nee, Limited Editions gibt es halt nur auf der US-Website. Man konnte sie in Deutschland beim Retailer nicht bekommen. Das finde ich persönlich sehr schade. Und ich glaube, dann ist es halt auch einfach so, dass man irgendwann als Konsumentin das Interesse verliert. Also dann einfach denkt, naja gut, also die haben halt ein bestimmtes Sortiment. Da gibt es dann immer mal zweimal im Jahr vielleicht ein neues Update oder sonstiges. Aber die wirklich interessanten Sachen kriegen wir in Deutschland dann gar nicht. Und dazu muss man auch sagen, ich finde, Dose of Colors ist sehr, sehr hochpreisig. Sie haben an sich auch eine gute Qualität. Also ich finde, wie gesagt, dass die Cutting Edge Palette 32 Euro kostet, die glaube ich für 5 Lidschatten. Die Qualität ist Bombe, aber nicht für den Preis. Also da muss ich einfach wirklich sagen, gibt es einfach Alternativen, die man besser nutzen kann. Naja, und sie sind auch mit einer Valentinstags-Collection rausgekommen. Wer hätte gedacht, dass das eine Valentinstags-Collection ist, bei einem Video, das Valentine's Day Edition heißt. Alle, genau. Und da gibt es halt auch so eine Heart-Shaped-Box. Finde ich, sieht total süß aus. Also ist schon süß gemacht, muss man sagen. Da drin sind zwei doppelseitige Lippenprodukte, auf der jeweils ein Liquid Lipstick und einmal ein Topper in Form eines Lipglosses drin ist. Zwei Blush-Sticks mit jeweils halt einer anderen Farbe und dann noch einer kleinen Vierer-Palette. Die Vierer-Palette sieht ganz süß aus. Also generell diese Quads rauszubringen, beziehungsweise kleinere Paletten auch so, welche, die halt sehr kompakt in Size sind und dann halt nicht so wie zum Beispiel die Stacey Marie XP Perfect Cosmetics Carnival Paletten, die ja so riesengroß sind und dann hat man aber alle Farben drin, die man jemals gebrauchen könnte. Das ist ja total in. Also so seit einem Jahr oder so geht der Trend ja eher zu Quartz oder so 6er Lidschattenpaletten oder eben 5er Lidschattenpaletten. Einfach weil ich glaube, wir sind alle sehr übersättigt, was Lidschattenpaletten angeht. Also wir haben alle schon sehr viele Lidschattenpaletten und da ist das dann natürlich so ein Ding, dass man sagt, überlege ich mir jetzt, ob ich noch eine kleine dazu kaufe, weil ich zum Beispiel die Farben besonders schön finde oder aus der Farbrange vielleicht zum Beispiel einfach blau oder so noch nicht so viel in meinen anderen Paletten habe, ohne dass ich dann noch eine sperrige Palette zu Hause habe. Da haben sie sich auf jeden Fall ganz gut orientiert. Es sind drei matte Shades und ein Shimmer-Shade mit drin. Ich finde auch, dass die Farben sehr schön sind. Es passt auch alles, finde ich, in sich wieder sehr kohärent zusammen. Aber was ich sehr spannend fand, ich habe ja gerade gesagt, dass die Blush-Sticks von Kylie Cosmetics in so einem herzchenförmigen Tube mit drin sind. Das sind die von Dose of Colors auch. Und ich glaube, die haben einfach dieselben Verpackungen benutzt. Also es gibt ja beim Produzieren von Make-up immer so bestimmte Komponenten, unter denen man sich halt aussuchen kann, ich möchte das, oder man sagt, hey, die Komponente ist von der Basis her ganz cool, aber ich möchte, dass noch das dazu gemacht wird, weil es dann ein bisschen besonderer aussieht und dann man natürlich auch noch diesen Wiedererkennungswert hat. Finde ich sehr spannend, dass jetzt zwei Valentinstags-Collection rausgekommen sind, wo beide Blushsticks in diesem herzchenförmigen Komponenten mit drin sind. Weiß ich nicht, ob die im selben Labor vielleicht auch produzieren, das weiß ich nicht, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich finde sowas auch immer sehr interessant. Wie gesagt, ich finde auch, dass Dose of Colors sehr hochpreisig ist, also Also diese Cream Blush Sticks kosten je 22 Dollar. So viel kostet auch ein Milk Blush Stick, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber da sind 28 Gramm drin und bei Dose of Colors ist definitiv weniger drin. Das sieht man auch schon allein vom Packaging. Ich weiß nicht genau, wie viel es insgesamt ist, weil es steht leider bei Trendmood gerade nicht mit dabei. Sie sind seit dem 5. Februar tatsächlich auch erhältlich. Allerdings, wie gesagt, nicht bei Purish. Und auch generell gibt es Dose of Colors bei Purish nicht mehr, sondern nur noch bei anderen Retailern. Ich weiß nicht, ob es sie bei Beauty Bay auch noch gibt. Müsste ich gleich mal nachgucken. Wenn ja, lasse ich euch einen Link unten und natürlich auf deren eigener Homepage. Aber lustig, dass die zwei Marken, die so auch relativ hochpreisig sind, da dieselbe Komponente gewählt haben. Da war ich so ein bisschen hihi, schadenfroh, ehrlich gesagt. Die Swatches von der Lidschattenpalette finde ich, wie gesagt, sehr schön. Aber ich muss auch sagen, dass ich diese doppelendigen Lip-Sets total süß finde. Also das eine hat so einen sehr, ich sag mal so, peachy-nudigen Liquid Lipstick und dann halt so einen glitzernden Topper-Coat als Lipgloss noch mit dabei. Finde ich, ist an sich eine schöne Farbe, sind aber auch Sachen, die ich schon 100 Mal habe. Und da ist halt viel Glitzer in diesem Topcoat mit drin. Das ist normalerweise relativ unangenehm auf den Lippen zu tragen. Also das mag ich nicht so gerne. Und man kriegt das auch super schlecht wieder runter in den meisten Fällen. Deswegen würde ich da halt sagen, Farbe ist schön, aber muss nicht sein. Aber die zweite Farbe finde ich richtig, richtig schön. Das ist eine dunklere Farbe. Es ist auch so ein bäriges Mauve, würde ich sagen. Und dazu kommt halt auch ein Lipgloss, der eben farblich passend dazu ist, den man, glaube ich, auch, wenn man ihn alleine tragen würde, super schön aussieht. Und zwar sowohl auf dem dunkelhäutigen Model als auch auf dem hellhäutigen Model, was wir gerade sehen. Die finde ich auf jeden Fall ganz schön, aber wie gesagt, leider nicht in Deutschland verfügbar. Von daher für mich auch Pass for me on that. Und außerdem, haha, Kylie Cosmetics hat die gleiche Komponente benutzt. Bin ein bisschen schadenfroh, I know. Ja, aber Kati, werdet ihr jetzt sagen, kommen denn heute eigentlich noch irgendwelche Produkte, die du gerne magst? Ich glaube nicht. Tut mir leid. It's as negative as it can be, weil ich das auch so bescheuert finde, dieses Valentinstags-Packaging als Verkaufsschlager dann. Ich habe gerade auch einmal nachgeguckt, denn wir haben hier noch einen Charlotte Tilbury
Burberry-Produkt, und zwar die Limitless Lucky Lips. Also, was diese Alliterationen sollen, haben die sich bei der Bild was abgeschaut oder was? Ich hoffe nicht. Und zwar sind das Weightless Super Matte Lipsticks, also haben eine Lipstick-Formula, aber sind halt in so einem Packaging, finde ich, das sieht noch ein bisschen anders aus. Es sieht eigentlich aus wie so ein Lippenbalsam, so. Ist allerdings eine matte Formulierung, soll hochpigmentiert sein und auch sehr langlebig auf den Lippen. Sollen jeweils 25 Pfund kosten. Also ich habe jetzt gerade nur den britischen Pound quasi gefunden. Und da sind, wie gesagt, 4 Farben mit drin. Auch 4 Farben, wo ich sagen muss, die Farben sind schön, gar keine Frage. Aber das ist halt so, ja, ihr habt da jetzt ein Valentinstags-Packaging mit so Kussmündern außen rum gemacht, um es irgendwie besonders aussehen zu lassen. Aber Charlotte Tilbury hat doch in dieser Formulierung schon 700 verschiedene Rottöne. Oder irre ich mich da? Also da muss ich echt sagen, so sorry. Da merkt man einfach, dass sie mit diesem Verkaufsargument Valentinstag kommen wollen und sie haben sich dafür nicht mal besonders viel Mühe gegeben. Deswegen für mich auch, pass on me on that. Ich habe es auch bei Sephora.de tatsächlich noch nicht gefunden. Weiß auch nicht, ob sie das noch reinkriegen werden. Wenn ja, dann, also ich würde mal denken, heute ist der 8.2., wenn ich das filme, dann hätten sie es schon längst in Stock, weil das ist ja ein Valentinstags-Item und das ist ja nun in 6 Tagen auch einfach schon. Vielleicht kommt es auch danach rein, ich weiß es nicht, aber pass on me on that. Und ich glaube, man kann die auch schon so bekommen. Man müsste halt einmal gucken, wie heißen die Farben und welche Farben gibt es aktuell schon. Dann kann man es sehr gut abgleichen. Dann wollte ich noch ein Update geben, beziehungsweise eine Ergänzung zum letzten Anti-Haul. Da habe ich ja über das Lunar New Year Packaging von Estee Lauder und einigen anderen Brands gesprochen. Und ich hatte in dem Video vergessen, das zu sagen, beziehungsweise ist es mir danach auch erst aufgefallen, deswegen wollte ich es noch einmal ergänzen, warum es sinnvoll ist, dieses Packaging anzubieten. Denn diese Brands, von denen wir hier sprechen, auch Estee Lauder und so weiter, verkaufen ja auch in Mainland China. Und in Mainland China gibt es nun mal das Lunar New Year und auch in vielen anderen asiatischen Ländern. Und die haben natürlich eine unglaublich große Kaufkraft, weil dort so viele Millionen, ja Milliarden Menschen wohnen, die dieses Lunar New Year eben auch zelebrieren und dementsprechend, so wie wir vielleicht angesprochen werden vom Valentine's Day Packaging, angesprochen werden vom Lunar New Year Packaging. Macht ja Sinn. Dementsprechend ist das halt, macht es auch Sinn, dass sie halt dieses Packaging extra rausbringen, denn sie werden dafür Abnehmer finden, egal wie kitschig das aussieht. Und meine Erfahrung im chinesischen Ausland ist, dass gerade chinesische Menschen diese Statussymbole von etwas ist sehr, meinetwegen sehr kitschig, aber Hauptsache Gold und es sieht quasi teuer aus oder es sieht sehr bling-bling aus, wurde zumindest in der Zeit, als ich dort gelebt habe, sehr viel Wert drauf gelegt, dass man halt sozusagen dadurch auch den Reichtum symbolisiert, dass man sich das halt leisten kann, diesen Luxus zu kaufen. Und ich glaube, damit wird dann einfach auch sehr viel gespielt. Was mich allerdings überrascht hat, ist, dass Fenty Beauty auch mit Lunar New Year Produkten rausgekommen ist. Und ich habe das jetzt nur mit reingenommen, weil ich so irritiert war, weil ich dachte so, hä, ist das auch ein Valentine's Day Produkt? Aber nee, das sind einfach Limited Edition Packaging von den Matchsticks, auch in den Farben, die es sowieso schon von Fenty Beauty gibt. Und das ist halt einfach eins zu eins dasselbe Produkt und anstatt in weißem Packaging ist es halt im roten Packaging. Und da frage ich mich halt so, why? Okay, krass, keine Ahnung. Es ist tatsächlich nur eine einzige Farbe, die in diesem Lunar New Year Edition Packaging rausgekommen ist. Und zwar ist das der Matchstick in der Konturfarbe Amber. Und ich kann euch die Farbe einmal eben zeigen, denn ich habe von Fenty Beauty ja die Creams, die Cheek-Out-Creams, also den Bronzer. Und da ist die Farbe Amber auch mit drin. Das ist eine wunderschöne Konturfarbe, die, finde ich, ein sehr gutes Dupe findet in dem LA Girl Contour Cream Kit in der Farbe Natural. Meins ist schon fast leer. Moment. Hier haben wir es. Also da könnt ihr sehen, das hier ist sogar noch ein bisschen kühler. Aber ich finde, das hier reicht vollkommen. Und das hier kostet, glaube ich, ein Viertel von dem Produkt. Also es sind beides sehr gute Produkte. Aber wenn ihr es günstiger haben möchtet, dann kauft euch gerne das hier. Die Farbe ist allerdings wunderschön. Ich habe außerdem noch die Farbe 03 Macchiato. Das ist für mich dann halt die Cream Bronzer Farbe. Die sind unglaublich cremig, unglaublich pigmentiert. Also wenn ihr euch die gekauft habt, dann werdet ihr damit auf jeden Fall happy sein. Meiner Erfahrung nach, ich kenne niemanden, der die nicht gut findet. Aber sie sind natürlich, weil es Fenty Beauty ist, auch eben ein bisschen pricey. Naja, und das ist die Farbe Amber in dem Matchsticks-Format quasi gibt. Also das hier als Contour-Stick. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Und ja, sie sind damit jetzt halt mit einem roten Packaging rausgekommen. Das Produkt ist trotzdem das gleiche. Also deswegen pass for me on that in general. Also zumindest in diesem Packaging. Ich habe auch geguckt, auf Sephora.de gibt es das auch tatsächlich gar nicht. Aber ich finde, dass die Form viel, viel besser ist, um zu konturieren als das hier, weil man braucht natürlich bei denen hier noch einen extra Pinsel, mit dem man in das Produkt reingeht, um das aufzutragen. Wenn man kann es auch mit den Fingern auftragen. Ich persönlich mache das nicht. Ich habe dafür einen extra Pinsel und blende das dann mit meinem Beauty Blender noch zusätzlich aus. Aber da habe ich tatsächlich mal überlegt, ob ich nicht mir den Matchstick auch tatsächlich halt in der Farbe einfach nochmal hole, wenn ich das irgendwann mal aufgebraucht habe, beziehungsweise wenn es schlecht wird, weil wahrscheinlich werde ich das hier einfach nicht aufbrauchen können, bevor es schlecht geworden ist, weil es ist auch ziemlich viel Produkt drin, muss man dazu sagen. Deswegen, pass on me on that, auf
dieses Limited Edition Packaging und eine kleine Erklärung noch als Ergänzung zum letzten Anti-Haul. Last but not least kommen wir noch zu Huda Beauty. Das ist mir tatsächlich auch bei Sephora.de aufgefallen. Also dieses Ding gibt es tatsächlich. Das ist auch so eine Valentine's Day Edition. Und das Ding heißt Tear and Share. Das ist in einer kleinen Verpackung, das so herzförmig ist. Und in der Mitte kann man so einen Streifen abreißen. Und dann kann man die insgesamt 4 Mini-Liquid Lipsticks, die mit drin sind, sozusagen in jeweils 2 unterteilen. Und dann kann man das sozusagen mit seiner besten Freundin teilen, je nachdem, wer welche Farbe gerne haben möchte. Sind auch solche Nude und Rosy Tones und ein knalliger Rotton mit dabei. Farben an sich sehr schön. Ich persönlich muss sagen, dass ich die Liquid Lipsticks von Huda Beauty, also die Formulierung auf jeden Fall, nicht so gerne mag. Ich finde die auch relativ austrocknend. Zumindest, ich habe die vor 3 Jahren oder so mal probiert. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile eine neue Formulierung haben. Mein Favorite sind sie auf jeden Fall nicht. Und ich muss auch sagen, also für 4 Minis $35 zu bezahlen, beziehungsweise 35 Euro, sorry, falsches Land gerade, finde ich schon ziemlich krass. Also dafür, dass es Minis sind, weil dann bezahlt man ja was, 8 Euro pro Stück, 8,50 Euro pro Stück, finde ich tatsächlich für so ein Mini echt schon ganz schön pricey, auch wenn es Huda Beauty ist. Und ich muss dazu eine Sache mal sagen, wenn wir hier von Valentinstag sprechen, ja, also dem Tag der Liebe, ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass man dieses Herz literally in 2 Teile zerreißt? Also der Symbolismus dahinter ist mir ein bisschen fremd, muss ich ehrlich sagen. Wenn die Idee ist ganz süß im Sinne von, ich beschenke mich selber, ich beschenke meine beste Freundin, vielleicht kann man auch nochmal hin und her tauschen oder so, jeder kann sich 2 Farben aussuchen und dann spart man halt auch noch was, weil es halt so ein Vierer-Set ist, wie auch immer. Aber da habe ich so gedacht, so tear and share. Also ich muss ehrlich sagen, so sorry, I got my heart broken enough times. Ich muss das jetzt nicht noch symbolisch machen. Auch nicht mit meiner besten Freundin, auch wenn ich sie sehr liebe. Naja, deswegen für mich auch hard pass for me on that. Aber das fand ich lustig und ich dachte, we're gonna end on a funny note this time. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach so ein Ding, dass ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, warum Dinge in so einem Valentinstags-Packaging überhaupt produziert werden. Also ich verstehe es aus dem kapitalistischen und konsumorientierten Denken und dem ganzen Fear of Missing Out, weil es ist ja alles eine Limited Edition und was, wenn ich das nicht kriege und das ist so toll und blablabla und so weiter und so fort. Ich verstehe, warum man daraus Kapital schlagen möchte, aber es ist halt nichts, was mich persönlich irgendwie so dazu bringt, dass ich denke, ja, davon muss ich unbedingt was kaufen. Also das Einzige, was ich echt schön finde, sind die Chrome Flakes von Danessa Myricks, aber da haben sie halt auch einfach Farben rausgebracht, die, finde ich jetzt, klar passen sie auch zum Valentinstag, aber das ist keine Reihe, die sie speziell darauf nur ausgelegt haben, sondern wenn man halt Duochromes benutzen will, kann man die halt auch das ganze Jahr benutzen, auch gerade in diesen lila Farben und so weiter. Deswegen da denke ich, ja, das ist als Erweiterung des Sortiments, finde ich sowas immer super interessant und macht für mich auch total Sinn. Aber halt extra Valentinstags-Collections, ne, da bin ich halt einfach irgendwie raus. Wie war das noch? This shit up out. Ja, that's me. Oh Gott, jetzt werde ich wahrscheinlich demonetarisiert. Ich muss das rauspiepen. Also, ich piep's auf jeden Fall raus. Das war's auf jeden Fall für heute, für diesen Anti-Haul. Ich bin mal gespannt, wenn ich das runter editiert habe, wie viel Zeit noch übrig ist, denn ich habe ziemlich viel gequatscht. Wie immer, love that for me, love that for you. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da oder den Daumen ein Video nach oben. Schreibt mir auch super gerne noch einen Kommentar, welche Produkte ihr vielleicht spannend findet, welche ihr vielleicht total langweilig findet, welche ihr schön findet im Gegensatz zu mir oder wo ihr sagt, boah, Kati, du hast einfach gar keinen Geschmack. I mean, true, 50% of the time, zumindest wenn man sich anguckt, welche Männer ich so gedatet habe. Aber was Make-up angeht, I have my opinions on that. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!